herzlich willkommen in den schwedischen Tropen. Wir haben in den letzten Tagen immer um die 30 Grad und so soll es auch bleiben. Regen fehlt schon wieder ein bisschen, aber in der letzten Zeit vor dieser Hitze hatten wir ein bisschen Regen und darum ist eigentlich im Garten alles soweit in Ordnung. Ihr habt gesehen, im Gewächshaus, da muss ich natürlich regelmäßig gießen, aber auch das hält sich eigentlich in Grenzen dadurch, dass ich da jetzt vor kurzem nochmal gemulcht habe mit der Einstreu von den Meerschweinchen und Kaninchen. Das hält richtig gut die Feuchtigkeit und so muss ich da nur so alle 2 bis 3 Tage gießen, je nach Wetter. Gewächshaus habe ich natürlich auch schon mal ausgegeizt, mehrfach bei den Tomaten und auch bei den Gurken. Da habe ich letztes Jahr angefangen, unten die Seitentriebe abzuknipsen. Das habe ich früher nie gemacht. Und für mein Gefühl, zumindest hier an diesem Standort, erhöht das auf jeden Fall die Produktivität der Gurkenpflanze, wenn die sich auf auch eher 1, 2 Haupttriebe konzentrieren kann, anstatt mehrere Nebentriebe untenrum auch noch zu haben. Außerdem bricht dann meistens echt das Chaos aus und man kann gar nicht mehr richtig gießen und man sieht auch gar nicht mehr, wo eigentlich welche Pflanze herkommt und wo sie hin will. Manchmal ist es dann auch bei den Pflanzen besser, sich da auf das Wesentliche zu konzentrieren und ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung ist mit Gurken ausgeizen und gerne auch, wie ihr das bei den Paprika haltet. Leider hier noch gar nichts geworden im Gewächshaus. Die Tomaten, die sind alle noch grün, aber die Gurken, die legen jetzt richtig los. Da werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall die ersten ernten können. Da freue ich mich schon drauf. Die sind zwar immer so ein bisschen stachelig und knuppelig, aber wenn man die Schale abmacht, dann sind die zuckersüß und das ist wirklich ein Genuss, jedes Jahr diese Gurken da zu ernten. Dazu mal ja die Bio-Gurken in Schweden auch nahezu unerschwinglich sind und auch nicht überall zu bekommen. Konnte ich schon das erste Mal dicke Bohnen ernten. Das ist jetzt auch schon 2 Wochen, glaube ich, ungefähr her. Die waren auch super lecker. Die habe ich ja vorgezogen, ganz früh. Und die konnte ich jetzt im Gewächshaus schon ernten. Die im Freiland kommen jetzt auch ganz gut. Aber man merkt doch auf jeden Fall, wenn man da im Gewächshaus rechtzeitig anfängt, dann kann man da schon mal eine erste Ernte ein bisschen früher abgreifen. Ich habe ja Ende Mai meine Kartoffeln gelegt und habe die im Laufe des Junis 2-mal angehäufelt und dann auch gemulcht mit Heu, bevor sich die Decke zwischen den Pflanzen sozusagen geschlossen hat.
Nun war gestern mein Nachbar da und hat sich meinen Garten angeschaut. Der ist immer ganz interessiert, wie das Gemüse bei mir wächst. Und hat auch gemeint, die Kartoffeln sehen ja gut aus. Allerdings war er der Meinung, dass das Kraut ein bisschen zu gut aussieht. Und er hat gemeint, dass es sein kann, dass wenn das Kraut zu grün und zu hoch kommt, dass dann der Ertrag unter der Erde nicht so doll ist, dass es ein Zeichen von Überdüngung sein könnte, aber dass er natürlich hofft, dass er sich irrt. Da war ich jetzt natürlich kurz ein bisschen verunsichert, denn er ist ja auf jeden Fall, ja, hat viele Jahre Erfahrung mir voraus, das muss man ja eindeutig sagen. Ich finde, meine Kartoffeln sehen so gut aus wie nie zuvor und wir haben ja auf diesem Stück da Pferdemist verteilt und Moorerde. Allerdings jetzt nicht so viel Pferdemist, dass man sofort denken würde, dass der Boden dort überdüngt sein würde. Also wir haben zwei Anhänger dort ausgekippt und zwar deutlich auch bevor ich die Kartoffeln gelegt habe, ja. Und als ich die gelegt habe, da sah man eigentlich von dem super abgelagerten Pferdemist auch gar nicht mehr viel. Von daher hoffe ich, dass das ein kleiner Fehlalarm ist und trotzdem unter der Erde gute Kartoffeln wachsen, obwohl das Kraut oberhalb so gut aussieht. Auch da könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da Erfahrungen gemacht habt, wenn das Kraut so gut und so grün aussieht, ob dann tatsächlich unter der Erde nicht so viel stattfindet. Aber guckt euch erstmal selbst die Bilder an. Foliengewächshaus geht es gut ab. Da wachsen die Tomaten gut. Auch da habe ich ausgegeizt und nochmal gemulcht. Und auch da muss ich deutlich weniger gießen. Das ist wirklich eine Entspannung. Denn auch wenn ich gerne gieße, eigentlich, man muss es ja nicht übertreiben. Und wenn man da nicht jeden Tag Stunden mit dem Gießen verbringen muss, dann ist man auf jeden Fall froh und glücklich. Und wenn man es auch einfach mal ausfallen lassen kann, weil man einfach gerade jetzt am Nachmittag länger am See hängen geblieben ist, dann freut man sich abends auch, wenn man dann nicht noch stundenlang gießen muss. Auch da sind viele Fruchtansätze schon dran, aber rot ist da auch noch nichts geworden.
im Garten ernte ich seit ungefähr 4, 5 Wochen Salate und dann auch Mangold ist jetzt dazu gekommen und Neuseelandspinat, rote Melde. Die ersten Kohlblätter ernte ich schon immer mal als Beigabe zu Gerichten. Und was natürlich super gut wächst, sind jetzt die Zucchini. Zum Schrecken von mir gibt es jetzt beinahe wieder täglich Zucchini. Und ja, da kriegt sie wirklich jedes Mal die Krise. Noah ist auch nicht so richtig begeistert. Julian und ich mögen Zucchini schon eigentlich so in jeder Form, sogar auch roh und in Aufläufen und auch in der Pfanne angebraten. Das Einzige, was die Kinder mögen mit Zucchini, ist Zucchini Antipasti. Also wenn ich die in Scheiben schneide und über Nacht in Salz einlege, sozusagen am nächsten Tag die Flüssigkeit abgieße und dann mit Knoblauchöl entweder in der Pfanne die anbrate oder im Backofen. Ist relativ aufwendig, aber schmeckt tatsächlich wirklich am besten, denn dadurch kriegt die Zucchini so ein süßliches Aroma und naja, mit Knoblauch schmeckt ja sowieso alles super. Also wenn ihr auch Zucchini-Muffel in eurem Haushalt habt, versucht unbedingt Zucchini Antipasti denen unterzujubeln, denn da kann man gar nicht genug von haben. Also das schaufeln sich alle tonnenweise rein, bis die letzte Scheibe aufgebraucht ist. Was wir auch endlich wieder ernten können, sind Erdbeeren. Jetzt geht es schon langsam aufs Ende der Erdbeerentezeit zu. Aber man kann sagen, das ist jetzt eigentlich das erste Jahr in Schweden, dass wir wieder Erdbeeren ernten konnten. Denn im ersten Jahr hatten wir noch gar keine Erdbeerpflanzen. Im zweiten Jahr, das war ja 2018, da hatten wir diese Dürre, da ist sowieso nichts gewachsen, schon gar keine Erdbeeren. Dann 2019 hatten wir diese Elsternplage, die uns alle, die Elstern haben uns alle Eier aus dem Hühnerstall geklaut, alle Kirschen von den Bäumen und auch alle Erdbeeren aus dem Erdbeerfeld. Tja, und 2020 sind wir umgezogen, da haben wir quasi von vorne angefangen, aber zum Glück gleich mit vielen Erdbeerpflanzen und die tragen jetzt dieses Jahr auch wieder richtig gut, sodass wir jeden Tag mehrere Hände voll direkt aus dem Hochbeet essen konnten. Sozusagen ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Erdbeeren in Hochbeeten habe. Das ist natürlich super rückenfreundlich und da kann man immer mal lang schlendern, wenn man eh durch den Garten guckt und sich eine Handvoll Erdbeeren einverleiben. Und ja, 70 Kilo wie das eine Jahr in Nordfriesland, davon bin ich noch weit entfernt, schätze ich. Aber um jeden Tag sich eine ordentliche Dröhnung Erdbeeren reinzujubeln, da reicht es schon mal wieder. Und wir sind natürlich super begeistert. Wir lieben Erdbeeren. Das ist eins der wichtigsten Sachen, die man im Selbstversorgergarten haben muss, unserer Meinung nach. Bei dem Kohl im Hochbeet habe ich jetzt überwiegend die Netze abgemacht. Das waren noch eher so eine Fliese, keine richtigen Kohlnetze. Es gibt ja diese extra Kohlnetze gegen Kohlweißling. Die habe ich aber gar nicht. Ich hatte noch so Fliese die ganze Zeit da drauf. Und der Kohl sah jetzt so aus, als ob er da drunter nicht mehr so glücklich war. Darum habe ich die abgemacht. Und wo ich jetzt mich gerade so umgucke, sehe ich auch schon die ersten weißen Falter heranschwirren. Also da wird jetzt demnächst dann auf jeden Fall das Kontrollieren wieder losgehen. Aber ich muss sagen, Netze sind ja super praktisch. Aber irgendwie kann ich mich damit nicht so richtig anfreunden, weil ich mag so
so gerne meine Pflanzen jeden Tag sehen und fühlen auch, wie die Erde sich anfühlt. Und irgendwie sind diese Netze ja kontraproduktiv. Also klar muss ich jetzt da, ich sehe gerade da hinten einen im Grünkohl, gleich mal gucken, was der da verbrockt. Aber dann werden einfach die äußeren Blätter jetzt direkt gleich immer in die grünen Säfte gehauen und dann gibt es eine extra Dosis Protein gleich obendrauf. Was unter den Netzen natürlich noch oftmals unbemerkt stattfindet, ist natürlich Schneckenfraß. Wir haben hier relativ wenig Probleme mit Nacktschnecken, aber ich habe gesehen, hier und da waren doch eindeutig Schnecken am Werk in den Kohlbeeten unter den Netzen und das kann man natürlich auch schwer kontrollieren und die lassen sich von den Netzen auch überhaupt nicht aufhalten. Von daher, was gegen das eine schützt, hilft gegen das andere noch lange nicht. Die beste Kontrolle kann man immer noch selber durchführen. Buschbohnen wachsen auch ganz gut. Da kann ich demnächst das erste Mal ernten. Da freue ich mich. Die sehen auch richtig gut aus, dadurch, dass ich viel gemulcht habe. Auch hier wieder mit so einer Dieblitter-Einstreu aus dem Hühnerstall in erster Linie. Also auf diese Mischung schwöre ich total. Diese Sägespäne, die binden so gut die Feuchtigkeit und unterdrücken auch Unkraut. Und mit der Zeit mischt sich das mit der Erde und lockert die auf. Also das ist wirklich meine absolute Geheimrezeptur. Pferdemist und diese Dieblitter-Einstreu gemischt, das gibt richtig tollen Kompost und das wertet den Boden auch richtig doll auf. An einigen Stellen sieht man, fehlt hier noch ein bisschen was, gerade wo es Richtung der größeren Bäume geht. Da werden unter der Erde natürlich auch viele Wurzeln sein. Da muss ich im Herbst nochmal richtig auffüllen, damit dann nächstes Jahr auch dort noch besser die Pflanzen wachsen können. Thank you.
zeige ich euch noch mal ein paar Bilder von unseren Küken. Die haben wir inzwischen getrennt, die Hennen von den Hähnen, hoffentlich relativ zuverlässig. Ich bin bei einigen immer noch nicht so ganz sicher. Da gibt es ja so ein paar Spätzünder immer bei den Blumenhühnern und Blumenhuhn-Mischlingen. Da denkt man erst, das ist eine Henne und plötzlich, schwupps, war es doch ein Hahn. Aber grob habe ich sie getrennt. Ich meine, wir haben 8 Hennen und 10 Hähne. Und jetzt haben wir ja noch eine Glucke sitzen. Ich hatte ja Eier geholt von meiner Nachbarin. Da saßen ja 2 Glucken drauf. Die eine hat natürlich nach der Hälfte der Zeit einen Rappel gekriegt und ist aufgestanden. Und das habe ich relativ spät erst bemerkt. Die Eier waren schon ein bisschen ausgekühlt. Ich habe dann aber trotzdem noch 5 Stück bei der anderen Glucke mit dazu gepackt. Die sitzt jetzt also auf 15 Eiern, was relativ viel ist. Also sonst bin ich maximal mit 12, 13 Eiern eigentlich unter einer Glucke bei der Hühnergröße. Aber ich dachte, bevor ich die jetzt alle verwerfe, probiere ich es, gebe ich es denen noch eine Chance. Und da ist jetzt am Wochenende Schlupftag. Ich bin gespannt, ob das was wird, denn auch die Glucke war zwischendurch mal, hatte die einen Kasper gekriegt und war aufgestanden. Und ich habe sie dann wieder überreden können, sich wieder hinzusetzen. Aber ich kann nicht genau sagen, ob die Eier eventuell zu lange ausgekühlt waren. Das ist eben ja, das Risiko bei Naturbrut, da muss die Mutter natürlich mitmachen und wenn das 30 Grad sind, dann hat auch so eine Glucke sicherlich das nicht ganz einfach. Dann will die auch lieber draußen im Schatten unterm Baum sich im Staub wälzen, als da im warmen Hühnerstall auf irgendwelchen Eiern rumzusitzen. Aber noch besteht die Chance, dass da was schlüpft und da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Jetzt erstmal ein paar Bilder von unseren Küken. Und unser lieber Nachbar war vor kurzem wieder da und hat uns die ersten Pfifferlinge vorbeigebracht. Auch davon zeige ich euch noch mal ein paar Bilder zum Abschluss. So, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!